Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge Democracy for Alpha. Die stammt auch aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß dabei. Bitte? Wie wir dieses ganze Ideologie und vor allem aber auch gegen andere Bevölkerungsgruppen Ding umgehen könnten, wäre, wenn wir uns komplett an dem Umweltthema abarbeiten und quasi ignorieren, dass es den Klimawandel gibt und alles runterfahren. Um dann zu gucken, wie sich's auswirkt. Es wäre, glaube ich, sogar relativ überschaubar und leicht so in einer Stunde zu bewerkstelligen. Klimawandel ignorieren. Mhm. Ja. Alle Programme abschaffen, die irgendwas damit zu tun haben. Industrie- und Autofahrer fördern. Ferdinato, das ist ja im Prinzip den Klimawandel ignorieren. Aber es ist doch total schön, dann wird zwei Ideen zusammengebracht und beide Vorschläge quasi umgesetzt. Drei. Eine Sache ist noch, Horst, die sagt, Dänemark soll Weinanbaugebiet werden. Ja, aber macht darüber keine Witze. Ich habe gerade, ich weiß nicht mehr, wo das war. Genau, irgendwo Werbung gehabt und ich habe draufgeklickt und ich dachte, ich fasse es nicht, hier die neueste halbtrockene und trockene Rotweine aus Irland. Ach, verrückt. Dachte mir auch so, ist es nicht? Moment. Ist schon seit 4 Jahren so. Okay. Ja, also. Okay, Dänemark wird auf einmal als Urlaubsdestination noch ein bisschen interessanter. Es gibt dänischen Wein. Dänischer Wein. Ich fange jetzt nicht an zu singen, um Gottes Willen. So. Dann wären wir wieder bei der Marilyn von vorher. Ja. War irgendwas in meinem Wasser? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es auch dieses, wir machen Sachen kaputt. Ja, vielleicht auch. Das ist auch. Genau. Wir hatten hier diese Ereignisse, das kennen wir schon. Ja? Irland ist nicht Dänemark, ja, das stimmt. Belana hat völlig recht. Ich habe gerade das auf Dänemark bezogen und nicht Irland. Dann wird Irland für mich als Reisedestination interessanter. Aber wer braucht Wein, wenn es doch irische Whiskys gibt? Aber lassen wir das. Wir ignorieren jetzt den Klimawandel. Also. Genau. Am besten ignorieren wir den Klimawandel, indem wir die CO2-Steuer abschaffen. Das können wir uns leisten. Ja. Jo. Tschüss, CO2-Steuer. Und wo ist unser, hier? Der Climate Change Adaption Fund. Das ist total günstig, das Canceln von den Politiken. Ja. Ja, super. Weg damit. Haben wir noch 11? Ich möchte mal ganz kurz auf unser wieder neues Defizit verweisen, was wir durch die gecancelte CO2-Steuer jetzt haben. Nee, das Defizit ist noch nicht neu. Also ja, genau, wir werden ein Defizit einfahren in der nächsten Runde, ein deutlich höheres, das stimmt. Okay. Was können wir noch abschaffen? Auf jeden Fall K-Emission Limits. Können wir nicht abschaffen. Ja. Aber wir können sie runterfahren, oder? Wir könnten die Electric Car Initiative abschaffen. Ja. Okay. Tja. Achso, dann hatten wir doch die elektrischen Geräte und so. Ja, ich weiß, was du meinst. Green Electronics Initiative. Die ist relativ teuer, aber da können wir mal runtergehen. Für einen schmalen. Ah, es ist kaum Änderung. Aber ja, okay, machen wir mal. 3, dann haben wir nur noch einen. Machen wir weiter. Nein, es wird keine Kanalpunkte geben. Nur so ganz nebenbei, es wird keine Kanalpunkte geben, dass ich anfange zu singen. Ich kann nicht singen. Mein Musiklehrer in der 12. Klasse sagte, ihr wählt doch ab, oder? Und dann haben wir abgewählt. Nicht in der 12., in der 11.
Ich kann nicht wirklich singen, ich fühle mich dabei nicht wohl. Ich mag meine Stimme gerne einsetzen, deswegen habe ich auch viel Poetry Slam gemacht, aber ich werde nicht anfangen, im Stream zu singen. Es tut mir sehr leid. Ich habe keine Freude daran und ihr nach dem zweiten Mal auch nicht. So, nächste Runde. Umweltsubvention streichen wird noch vorgeschlagen. Umweltsubvention. Hier, unser Credit Rating wird runtergewertet. Das ist wie eben. Interessant. Umweltsubventionen, was hatten wir denn? Was wir da an Clean Energy Subsidies ist günstig. Weg. Ja, das hier, Eco Home Regulations. Weg. Hatten wir nicht auch so ein Wiederaufforstungsprogramm? Wir hatten auch ein Wiederaufforstungsprogramm, das habe ich hier eben gesehen. Das ist hier. Kostet 12 zum Abschaffen. Können wir gleich machen. Und irgendwas mit Wasser. Gibt es doch bestimmt auch noch was. Mit Wasser? Ist doch noch was. Ja, oder? Also ich weiß hier, die Smart Meter können wir abschaffen. Oh ja. Ist auch gut. Ja. Braucht man nicht diesen ganzen Effizienzquatsch. Na gut. Recycling hat nicht zwangsläufig was mit dem Klimawandel zu tun. Mhm. Was ist. Das ist die von zu Hause arbeiten Initiative? Nee. Wir müssen aber nicht Fahrräder unterstützen. Ja, nee, definitiv nicht. Aber also das können wir auch gerade nicht abschaffen. Aber das können wir runterfahren. Auf so gut wie nix. Ja. So. Ein Subventionchen. Ja. Die Industrie. Beschränkungen. Hier das, ne? Pollution Controls. Schlägt aus die Folie, warum nicht? Haben wir da? Ja. Ja, das können wir nicht direkt abschaffen, aber wir können für 3 die quasi super niedrig runtersetzen. Das würde ich mal machen. Und was haben wir hier? Was ist das? Business Startup Campaign. Nee, das hat nichts mit Klimawandel zu tun. Ja, aber haben nur noch einen, dann machen wir jetzt mal nächste Runde. Blaming Media Bias, aha. Der General wieder. Real Estate Bubble. Mhm. Ja, der General. Und da... Ja, der ist doof. Also legen wir den Kranz nicht ab, weil wir ignorieren nur den Klimawandel. Mhm. Ja. So. Dann... Hier haben wir noch, nee, das ist Rural Development, das hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Wie ging das mit dieser ganzen Busförderung und Eisenbahn und sowas aus? Ah, wir können die erstmal die Emissionslimits abschaffen. Ja, unbedingt. Das ist teuer vom Kapital her gewesen. Und genau, den hier. Genau. Okay, und dann müssen wir auch schon wieder nächste Runde machen, weil Kapital ist weg. Dann gucken wir uns auch mal die Geldsituation an. Was möchte sie? Health Tax Credits, ja, nee. Oh. Okay, das ist toll für unseren Handel. Das hatten wir vorhin auch nicht. Nee, hatten wir nicht. Spannend. Ja, wir haben ja auch unsere internationalen Beziehungen so dagelassen. So. Oh, wir sind noch nicht aus dem Pariser Abkommen ausgetreten. Nee. Dann würde ich sagen, jetzt hier Green Electronics Initiative können wir auch abschaffen. Mhm. Weg damit. Achso, hier die Carpool Campaign, also ganz im Ernst. So, es gibt der Klimawandel ist ganz natürlich weg. Hier, komm.
Zack. Es ist furchtbar, dass ich solche Sachen sage, ja, aber es ist halt, wir ignorieren jetzt gerade den Klimawandel. Das ist unser Ding, was wir jetzt gerade machen. 5 nehmen wir mit rüber und dann gucken wir mal, was wir Neues einführen, oder? Mhm. Horst, okay. Merkt übrigens gerade an, dass wir dafür vorhin den Friedensnobelpreis bekommen haben, jetzt allerdings nicht. Jetzt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der Friedensnobelpreis vorhin noch ein bisschen später kam. Ja, ich glaube, der kam auch ein bisschen später. Ja. Aber es verschwimmt auch gerade alles so ein bisschen, muss ich zugeben. Ja. So, nächste Runde. So eine Schnellklickrunde hat was. Clusterbomb-Ban. Mhm. Ja, würde ich verbieten. Weil hat nichts mit dem Klimawandel zu tun. Wenn man so einen Maßstab hat, sind die Antworten plötzlich ganz einfach. Ja. Und solange es nicht um Ethik und Moral geht, so ganz individuell, ist es auch immer noch mal leichter. Ja, das stimmt. Also. Weil Umwelt hat ja nichts mit uns zu tun. Ja, stimmt. Situation. Ah ja. Ich gucke. Na, wie sich das auswirkt. Bewegt sich hier was, ja. Wir haben wieder ein Problem. Umweltverschmutzung. Wie sieht unsere Popularität aus? Ja. Okay. Ja, ich bin gespannt, was mit Nicht-WLAN passiert. Das schaffen wir noch. So, jetzt gucken wir mal nach neuen Ideen. Wir können mal bei Transport gucken. Ich verstaatliche nicht Airlines, keine Sorge. Aber ich würde jetzt Neuwagenzulage geben. Mhm. Weil das ist gut. Und, oh, das ist ja wenig. Da würde ich voll reingehen. Oder? Ja, damit haben wir auch was für die Industrie getan, ja. Ja, genau. Zack, für die Industrie. Die hat schon genug gelitten. Was können wir noch machen? Ja, da kommt man aber auch irgendwann an die Grenzen dessen, was man so tun kann, wenn es nur in eine Richtung geht. Habe ich gerade den Eindruck. Ja. Na gut, aber dann gucken wir mal. Also, was wir machen könnten, wäre, wir könnten auch nochmal Geld ausgeben, um die Heizkostenzuschüsse zu machen. Das ist doch eine gute Sache. Ja. Ja. Hier haben wir doch noch was. City Farms würde ich canceln, weil ganz im Ernst. Da bin ich mir unsicher, weil wir die nicht vorrangig implementiert haben aufgrund des Klimawandels oder Umweltschutzes, sondern wegen der Nahrungsmittelversorgung. Ja. Ja. Die Asthma-Epidemie ist, wir gucken mal auf ein Problem, die Asthma-Epidemie geht genauso wieder krass hoch. Unsere Krankenhäuser und Doctor Strikes sind wahrscheinlich relativ unbeeindruckt von dieser Geschichte. Die Fettleibigkeit geht trotzdem langsam zurück. Die Proteste fangen sich wieder, weil die Verschmutzung zunimmt. Und unsere nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist irgendwie am Rumdümpeln. Also gut, dann haben wir hier Vertical Farm Subsidies. Das war auch eine ähnliche Argumentation. Das hatte auch nichts mit dem Klimawandel zu tun. Was hatten wir denn noch an Umweltauflagen? Hatten wir in der Industrie noch irgendwas? Oder waren wir da schon durch? Nee, da hatte ich es nur runtergesetzt. Wir können es jetzt canceln. Umweltauflagen sind weg. Was haben wir hier? Mindestlohn. Hat auch mit Umwelt und Klima nichts zu tun? Nee. Ja, wir könnten jetzt hier mal Fuel Efficiency Standards runtersetzen. Canceln können wir nicht mehr. Das wäre noch eine Sache. Was haben wir hier noch? Arbeiten von zu Hause. Ist nicht zwangsläufig etwas, was wir wegen Klimawandel eingebaut haben. Aber wir wollten damit die Car-Usage runterdrücken. Das stimmt. Und aber wir hatten Verkehrsverstopfung, also. Das stimmt. Wir gucken mal, was wir noch haben. Auf jeden Fall
Schulbusse ist auch. Ja. Das können wir jetzt gerade nicht abschaffen. Aber. Wir könnten runterfahren. Ja. Zack. 5. Und da sind wir auch schon bei 3. Und da würde ich jetzt nächste Runde machen. Ah. Verschmutzung haben wir als Problem. Real Estate Bubble ist gestartet. Krass. Und Wasserknappheit ist wieder hochgegangen. Ja, weil wir den Climate Adaption Fund abgeschafft haben. Verdächtigen ausliefern. Hat nichts mit dem Klimawandel zu tun, also behalten wir ihn hier, weil es moralisch richtig ist. Okay. Gab es im Chat den schönen, also den Hinweis zur Webseite eines Weinguts in Dänemark? Oh Mann, ey. Aber da meine Verbindung gerade schlecht ist und mein Rechner hier gleich sonst zusammenbricht, schließe ich das Fenster wieder. So, ich möchte jetzt weiter den Klimawandel ignorieren. Oh Gott, es ist so schlimm, das so zu sagen. Aber es ist jetzt so einer einfachen Geschichte ist tatsächlich nicht so einfach zu folgen. Es ist eher tatsächlich, wenn man versucht, diese Sachen zu balancieren, ist es einfach. Aber immerhin haben wir jetzt uns so viele Probleme eingefahren. Gerade. Auf jeden Fall. Ich glaube, es werden auch nur noch mehr. Ja. Also ich bin jetzt... Und die kosten ja auch alle. Ja. Die kosten auch alle. Also Defizit. Die Weltwirtschaft ist gerade noch am Absinken. Unser Defizit ist aber gar nicht so schlimm, wie das es eben war. Also... Tja. Straßen, ne? Also beziehungsweise die Bus-Subsidies könnten wir jetzt weghauen für 10. New Car Subsidies wollen wir nicht weghauen. Fuel Efficiency Standards könnten wir jetzt weghauen. Ja. Da wäre ich erstmal für. Okay. Und dann haben wir noch 15. Dafür könnten wir. Ach, Busspuren. Weiß ich nicht, das würde ich jetzt nicht sagen. Aber. Subventionen für Busse. Jo. Machen wir die mal weg. Wir sollen ja neue Autos kaufen. Genau, und wir müssen ja auch ein bisschen was, bisschen irgendwie darauf achten, dass wir nicht Geld für Quatsch ausgeben. Ja. Okay, 2, nächste Runde. Nobel Peace Prize. Wir haben schon wieder den Friedensnobelpreis gewonnen. Interessant. Ja, keine Krise. Bruttoinlandsprodukt geht hoch. Erstaunlicherweise. Unser Defizit ist geschrumpft. Die Weltwirtschaft fängt gerade an, sich ein bisschen zu fangen. Genau, ja, was können wir noch weghauen? Wir könnten diese Toll Roads wegmachen, also die Mautstraßen. Na, oder wir ziehen die richtig hoch, weil wir wollen ja trotzdem noch Geld verdienen. Also nur weil wir die Busse nicht mehr subventionieren, heißt ja nicht, dass es keine Busse mehr gibt. Das stimmt. Die Leute müssten halt nur dafür zahlen. Ja. Mehr. Ja, stimmt. Nee, das ist jetzt erstmal nicht wild. Das steht. Das stimmt. Wir könnten das hier abschaffen. Die Kampagne für Fahrradfahren. Womit es gerade wirklich in der Seele wehtut, weil vor ein paar Tagen bei uns in den Keller eingebrochen wurde und mein Fahrrad jetzt total kaputt ist und das meines Mannes weg. Ah, scheiße. Ja, und es war sehr traurig, es war ein nicht so schönes Wochenende. Ja. Ist ja nicht so, dass nicht gerade so eine Pandemie eh schon alles komplex und schwierig gemacht hätte. Ja. Also ich würde mich jetzt zum Beispiel über so eine Cycling-Initiative total freuen. Ja, verstehe ich. Was wir machen könnten, wäre diese Geschichte mit dem Flugbenzin runtersetzen, aber das ist eine Einkommensquelle.
Aber wir könnten sie auch canceln. Wir könnten Flugbenzinbesteuerung canceln. Wir könnten die Vielfliegersteuer canceln. Die würde ich empfehlen. Okay. Dann canceln wir die. Das hemmt ja auch unsere Wirtschaft gewaltig. Das muss man ja ganz klar sagen. Ja, definitiv. Ja. Was könnten wir denn noch tun? Wie geht's der Umwelt? Ja. Der Umweltverschmutzung meine ich. Ja, das sieht krass aus. Wenn ich überlege, wie lange wir gebraucht haben, um diese Probleme zu lösen und wie schnell es jetzt geht, das wieder einzureißen, tut auch ein bisschen weh. Sie wiederholt sich nochmal so ein bisschen und verweist da auch selber drauf und sagt, einreißen ist leichter als aufbauen. Das stimmt total. Und wir haben jetzt halt einfach die Herausforderung, dass wir uns nur auf einen Bereich konzentrieren. Und da ist dann halt auch einfach irgendwann Ende der Fahnenstange. Ja. Aber es gibt dann halt auch nur eine bestimmte Anzahl an politischen Möglichkeiten oder Handlungsmöglichkeiten. Ja, okay, aber an der Stelle würde ich dann sagen, okay, wir ignorieren den Klimawandel, wir werden den Klimawandel weiter ignorieren. Und dann würde ich doch jetzt mal sagen, dann stärken wir die Wirtschaft. Ja. Ja, da sind wir wieder bei den Industrieförderungen von vorhin. Es ging eher um den Grundsatz, die Industrie zu fördern, nichts mit speziellen Überlegungen. Ja. Ah, hier, eine Sache haben wir noch. Plastic Bag Tags. Gut, das ist eher was gegen Umweltverschmutzung, aber das können wir auch mal abschaffen. Da war doch noch was, wusste ich's doch. Und wir haben hier... Wir haben auch in die Spritsteuer eingegriffen, aber das ist ja halt auch so eine Sache, das ist eine Einkommensquelle. Das ist irgendwie vernünftig. Wir könnten noch diese ganze Biofarming-Geschichte abschaffen. Was meinst du mit Green Farming? Ich glaube, wir hatten ein paar Förderprogramme für nachhaltige Landwirtschaft und so, das könnten wir auch alles abschaffen. Nee, wir hatten keine nachhaltige Landwirtschaft eingeführt. Echt, hatten wir nicht? Das war ganz am Anfang in Democracy 3 tatsächlich, bei unserem ersten. Man bringt es durcheinander, ne? Das ist, total. Ja. Also ich merke, dass wir jetzt wirklich schon Wochen spielen. Wie viele Wochen? 6, 7, 8 Wochen. 2 Monate. Was haben wir denn im Bereich der Landwirtschaft? Gibt es da schon so an? Wir haben die Landwirtschaftssubventionen. Okay, dann nicht. Ja, ne? Also. Ja, es ist tatsächlich jetzt schwierig. Wir haben uns auf diesen einen Bereich konzentriert. Wir haben einiges gefunden, was wir da in der Richtung machen, was uns auch noch so im Kopf war. Aber für so eine einfache Ausrichtung sind dann halt doch ein bisschen wenige Ideen da, und weil es gibt ja so, ne, Klimawandel ignorieren, man könnte auch sagen, scheiß auf die Armen oder besteuern wir nicht die Reichen und all sowas, und da hast du dann immer nur so 5 oder 6 verschiedene Sachen, die du machen kannst. Also das ist schon spannend. Ja. Also ich glaube, was ich hier eignen würde, ist, dass man sich mehrere solcher Sachen zusammenbaut, daraus ein eigenes Wahlprogramm bastelt. Und dann versucht es hier nachzuspielen. Ja. Weil nur ein einziges Feld erschöpft sich wahrscheinlich zu leicht. Fredinator, ich habe gesehen, Automatisierung fördern und gleichzeitig besteuern. Weiß nicht, ob das jetzt so direkt in Richtung Klimawandel geht. Und hilft jetzt auch direkt der Wirtschaft nicht, aber an der Stelle hätte ich jetzt gesagt, wir könnten halt wirklich dann mal so Förderungsprogramme aufsetzen und jetzt einfach mal auf unser Geld gar nicht gucken und tatsächlich halt wirklich so in Richtung wo ist das denn? Ich gucke Automation Tags, nee. Da, Robotic Research Grants. Dann machen wir das doch mal.
implementieren und weiß nicht, so hoch, hier so kurz davor. Ja, das finde ich gut. Gut. Weil die Marcus, als wir die Marcus Drive 3 gespielt haben, hat das doch zu irgendwelchen Aufständen geführt, oder? Ja, Gewalt gegen, ja, okay, gegen Roboter, genau. Genau. Die sind wir auch ewig nicht losgeworden. Ja. Dieser Effekt gehörte aber zu einem Erweiterungspack, was irgendwie dann halt nicht übersetzt war. So, dann hätte ich jetzt gesagt, wir können die bestrafenden Steuern für die Superstores wegmachen. Ja. Weil das hemmt jetzt die Großwirtschaft auch jetzt erstmal. Genau, wir wollten ja was für die Großen machen, glaube ich auch. Ja, also werden wir die mal... Also, okay, es ist natürlich eine... Ich habe gesagt, wir gucken nicht aufs Geld. Also, weg damit. Und damit sind wir dann bei nächster Runde. Panic about approval ratings. Carbon Capture and Storage. Ja, nee. Wir ignorieren den Klimawandel. Ja. Ja. DNA-Datenbank. Also Prevent Database. Wäre jetzt mein Vorschlag, ja. Ja, möchte ich folgen. Konservative find's doof, Liberale find's gut. Okay, und Situation imminent. Oh! Neu. Antibiotische, Bakterien, die gegen Antibiotika resistent sind. Genau. Antibiotika-resistente Bakterien. Da würde ich jetzt auch mal sagen, so kümmern wir uns vielleicht drum, wenn es soweit ist. Weil wir ignorieren ja jetzt auch. Wie sieht es eigentlich mit der Pollution aus? Ja, steigt. Wasserknappheit steigt. Wir wollen was für brauchen die... Wir. Ja? Brauchen wir die Unterstützung für die kleinen Unternehmen noch? Wenn wir es jetzt eher auf die großen nutzen? Also das hier, Small Business Grants? Nö. Kostet uns echt viel Geld. Ja. Stimmt, da investieren wir ziemlich viel. Also tun wir das weg. Dann haben wir direkt wieder was gespart. Finde ich gut. Also ich sehe hier oben noch klein das Fahrrad. Das kostet uns jetzt 2. Das kann jetzt mal weg. Dann können die Busse auch ganz weg, oder? Also die... Ja. Stimmt. Free Bus Passes. Können auch mal weg. So, da sind wir schon bei der nächsten Runde. Freedom of Information. Ja, wir sind da ganz offen, ne? Klimawandel gibt es nicht und wir müssen was für große Konzerne tun. Also könnt ihr ruhig haben. Da sind wir ganz offen mit. Mhm. Oh. Situation imminent. Der Bahnstreik. Holt uns jetzt vielleicht mal. Nicht eigentlich wieder abgeben? Müssen wir die nicht wieder privatisieren eigentlich jetzt? Weil das wir stimmt. Haben die aus Umweltgründen verstaatlicht und so. Wir können sie canceln. Kostet nur 13. Das ist erstaunlich günstig. Also, und wir sparen jede Menge. Cool. Oh. Wir bekommen fast 12 Milliarden dazu, weil wir privatisieren. Na klar, ja, wir verkaufen es ja. Also wir geben Lizenzen und hast nicht gesehen. Mhm. Ja, denn... Das ist der Grund, warum es irgendwann mal diesen neoliberalen Trend gab, das Zeug zu verkaufen, weil es einmal Geld... Ja. Okay, haben wir noch 8? Gucken wir mal. Economy. Ja, Nation. Dann hier, ne? Wir müssen ja auch wissen, was die wollen von uns. Ja. Machen wir ruhig mal. Volle Möhre. So, nächste Runde. Oh, ich sehe gerade. Na, guck mal einer an.
Wir haben das komplette Sozialsystem weggeworfen und es hat niemanden interessiert. Und jetzt fangen wir mit Umwelt an und dann geht es auf einmal runter, oder was? Wir haben auch 3, 4 Problemchen mitbekommen und bei dem anderen sind unsere Probleme verdampft. Also das ist auch diese... Und wir haben jetzt hier die Real Estate Bubble gar nicht angefasst. Elana fragt gerade, ob irgendwas passiert ist, ob sie sich Sorgen machen sollen. Ich weiß nicht. Nö, ist irgendwas mit dem Stream nicht in Ordnung? Oder weil unsere Umfragewerte runtergegangen sind? Ich habe keine Ahnung. Also, ja, ich hätte jetzt nächste Runde geklickt und dann gucken wir mal, was wir noch machen können für Förderung. Ah, hier, ne? Wir wurden ertappt dabei, dass wir Müll verschifft haben. Und wir haben... Oh! Seltene Erdenkrise. Ich weiß noch nicht so richtig, was... Aber was ist denn die Krise? Haben wir zu wenig? Kostet uns das zu viel? Ja, wir haben nicht genug... nicht genug seltene Erden. Brauchst du halt für, ne? Also diese ganzen Sachen... wo ist denn mein... Habe ich hier schnell ein Periodensystem? Die ganzen Sachen, die man für Akkus, also für Lithium-Akkus, braucht man bestimmte Sachen. Also das sind hier die Lanthanoide, also Neodym. Neodym ist wahrscheinlich das, was man am meisten braucht für ganz, ganz viele Sachen in sehr starken Magneten und sowas. Also das ist seltene Erden. Da würde ich sagen, das ist damit gemeint. Genau, also was seltene Erden sind, war mir klar, aber mir war jetzt nicht bewusst, wie wir das jetzt beeinflussen können. Müssen wir unsere Industrie, also was ist jetzt genau das Problem, das wir lösen sollen? Brauchen wir Alternativen? Brauchen wir neue Quellen? Ja, also ich würde mal sagen, es wird das abgebildet hier, das passiert, weil das Jahr ist so gestaltet. Unsere Technologie ist hoch, das heißt, wir brauchen viel davon, aber wir haben gute Auslandsbeziehungen, also wird die guten Auslandsbeziehungen dämpfen das ab. Das heißt, wir können importieren. So verstehe ich das. Okay. So, ja, okay, jetzt verstehe ich das auch. Ja, also ich hätte jetzt gesagt, wir ziehen mal eine Runde rein und folgen so ein bisschen dem, was vor uns liegt. Ach, guck mal an. Ach, unsere Außenbeziehungen sind wegen diesem Garbage-Scam gerade runtergegangen. Und 12%, also gewaltig. Das heißt, ich würde das jetzt gar nicht anfassen, aber ich würde jetzt tatsächlich mal hier Real Estate Bubble mal State Housing anfassen, weil wir haben gerade einiges gespart und wir könnten hier hochgehen um dieses eine Problem, weil das ist ja doof. Ja. Anzugehen. Da würde ich halt so hingehen. Ach, du kannst fast sogar noch ein Stück höher. Also dann maximal? Na, irgendwas dazwischen. Also so 5. Also hier gebe ich 5 aus. Und dann geht's in 9. Ich gucke so auf das politische Kapital. Aber meinst... Achso, du meinst 5 Milliarden. Alles klar. Okay, also da genau, wären wir dann... Genau, ich meine 5 Milliarden. Da wären wir dann hier. Mhm. Ja, okay. Haben wir ein bisschen was dafür, für diese Krise getan. Und dann 17, da können wir doch jetzt nochmal bestimmt, wie wir die Economy... Ah, guck mal, hier hätten wir was um diese Krise auch. Wir könnten seltene Erden-Mining machen. Ja, dann würde ich doch sagen, ja, führen wir das mal ein, weil das ist für die Industrie gut. Und ja, dann machen wir einfach nächste Runde und führen das mal ein. Trade Agreement... Ja, natürlich. Unterzeichnen wir das. Oder? Naja, obwohl, warte. Bin mir nicht so sicher, ob wir den unterschreiben sollten. Da geht's darum, also in diesem Vertrag werden die Entwicklungsländer benachteiligt. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das innerhalb unserer momentanen Strategie Umweltschutz und Großindustrie, ob uns das jetzt stört oder nicht. Also ich hätte jetzt argumentiert, wenn wir den Klimawandel ignorieren und die Großindustrie fördern wollen, dann ist es wichtig, dass wir nicht zu einer globalen Gleichheit gelangen,
Weil nur wenn du globale Ungleichheit hast, kannst du von günstigen Löhnen profitieren. Also wäre der Vertrag gut für Großindustrie. Sehr gut. Ja, okay. Und dann können wir den aber auch außen als super krass politischen Erfolg feiern. Ja. Gut. Die Kapitalisten werden uns lieben. Oh. Wir haben einen neuen Parteispender. Wie schön. Okay. Wir sind ein bisschen im Defizit. Aber egal, wir führen jetzt erstmal. Da ist es. Seltene Erdenbergbau. Implementieren. Ja, würde ich jetzt gar nicht so krass. Ja, das finde ich gut. So, ne? Mhm. Alles klar. Ich guck mal ganz kurz auf Pollution. Ja, da tun wir jetzt auch wieder was dafür. Naja. Egal, wir wollen uns nicht so sehr mit den Problemen beschäftigen. Wir wollen jetzt ein bisschen was. Okay, 5. Dann würde ich sagen, nächste Runde und dann gucken wir nochmal, was wir Förderung machen können. Adding Bureaucracy, schön. Hazel Adams, was möchtest du? Carbon Capture Storage? Ja, brauchen wir nicht, weil Klimawandel gibt's nicht. Ist das, was wir Rollen spielen zurzeit? Streamer offers Birthday Song. Nein, ich werde nicht singen. Wir nehmen das Angebot natürlich trotzdem gerne an. Ja, wir nehmen das an. Na klar, die Jugend findet es super. Also wer hat denn was gegen Geburtstagslieder? Ja. Also, das ist ja wohl. Das kann man ja wohl mal machen. So. Wirtschaftsförderung. Wir könnten jetzt, also okay, wir sind immer noch im Defizit, aber wir haben gesagt, wir gucken da nicht drauf. Das Raumfahrtprogramm fördert natürlich die großen Firmen, ne? Also das muss man ganz klar sagen. Ja, definitiv. Und ich meine, so Raumfahrt, so da oben, da ist man ja quasi Herrscher der Welt. Herrscherin. Herrscherin. So. Ist doch super. Ja, aber dann lassen wir das so in der, Mitte, oder? Mhm. Satelliten. Ja. Ja. Genau. Dann haben wir das gemacht. Jetzt null politisches Kapital. Housing Market Boom. Das ist auch schon krasse Auswirkungen hier, diese Ereignisse. Tja, und wir haben die Krise. Situation imminent. Ja, okay, dieses Mining, was wir eingeführt haben, wird dagegen wirken. Sehr gut. Haben wir darauf reagiert. So, 19. Was haben wir noch für die Wirtschaft? Hier, Organic Farm Subsidies. Die haben wir nie hier eingeführt, weil du das eben auch nochmal ansprachst. Wie wäre es denn mit Trade Union Restrictions, wenn wir doch was für die Großunternehmen machen? 32. Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Dann machen wir nächste Runde und beschränken die Gewerkschaften. Ja. Ja. Gucken wir mal. Also, Phishing-Quotas. Ja, also brauchen wir nicht. Also dann. Wir beschränken die Möglichkeit, Gewinn zu erzielen aus der Natur. Nee, geht nicht. Geht nicht. Project. Geht nicht. Das geht nun wirklich nicht. So, und dann... Trade Union Restrictions, genau. Genau. Ja, Implement. Ja, also, ne? Tun's leid. Total ja, bad. Ja, wir haben sie jetzt auch mal komplett verboten. Ja.
Genau. Oh Gott. Der Markt, Horst, ihr sagt, der Markt muss so regeln, bezogen auf die Fische. Und ich glaube, so ähnlich wird es jetzt ja auch sein. Genau, ja. Da dürfen die Leute nur zu Firmen gehen, bei denen sie besser behandelt werden. Das können die auch alleine, dafür brauchst du keine Gewerkschaft. Genau, wie sieht es hier mit unseren Finanzen aus? Die Weltwirtschaft erholt sich. Also es folgt einfach einem guten Trend. Unser Bruttoinlandsprodukt ist super. Popularität hat halt so eine kleine Delle hier. Tja, weiß ich nicht. Aber es sind auch die Voting Intentions. Ja, stimmt. Das gilt halt nur für die Leute, die wirklich wählen. Ja. So, Nee. Was haben wir hier? Young Entrepreneur Scheme. Ja, können wir eigentlich auch wegtun, ne? Ja. Ja. So, nächste Runde. LGBT Lessons in School. Ja, können sie ruhig. Ja, mehr Diversität fördert mehr verschiedene Geschäfte, Wirtschaftszweige, Möglichkeiten zu konsumieren. Also auf jeden Fall. Definitiv. Ja, dann kann man auch extra Produkte für sowas machen. Also zack. Man kann es auch wirtschaftlich betrachten. Ja, ich bin gerade, es fällt mir so leicht. Es ist gerade so ein bisschen, ich möchte mich auch waschen. Also. Es fällt mir leicht, in diesen Bahnen zu denken, erstaunlicherweise. Also das ist so. Es ist so einfach. Brr. Nicht schön. So, wie lange haben wir noch? Noch 2 Runden. Sehr schön. Also, Economy. Jetzt haben wir auch eigentlich. Wir können uns auch zum Steuerparadies entwickeln. So, ach so. Dieses Tax Haven-Ding war gerade irgendwo. Ja, Tax Shelters? Ja. Ja, komm. Wäre doch auch attraktiver. Ja. Mhm. Ja, ne, so mittel. Oder voll. Ja. Ey, wenn schon, dann schon. Das soll sich ja auch auswirken. Es ist ja auch der Test, dass sich Dinge auswirken und unterschiedlich auswirken. Genau. Ja, 6, damit können wir nicht mehr viel reißen. Also machen wir mal nächste. Iron Collect Buddies. So, Hazel Adams. Okay. Die möchte nichts. Wir haben einen internationalen Literaturpreis gewonnen. Tourismus geht hoch. Das ist sehr gut. Sehr, sehr gut. Wir können jetzt Wahlversprechen abgeben, aber wir können noch mal gucken. Economy. Ich glaube, in Tax war auch noch. Diese School Tax Credits, was war das denn nochmal? Das war, damit die Leute ihr Geld für Privatschulen ausgeben, aber es ist dann subventioniert von allen Steuerzahlern halt. Das stimmt, aber dann könnten wir das staatliche Schulsystem entlasten. Ja, dann implementieren wir das doch mal und fahren das staatliche Schulsystem zurück. Ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftszweig. Ja. So kann man jetzt mal mit anfangen. Genau. Und so wird es halt auch wirklich Wirtschaft und nicht irgendwie so ein staatliches Ding. Ja, genau. Also wir gehen mal auf 4,5 Milliarden und gucken mal, ob wir 4,5 Milliarden aus dem staatlichen Schulsystem nicht rausnehmen können. Mhm. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ach so, nee. Haben wir leider nicht genug politisches Kapital für. Ja, das müssen wir dann kurz vor der Wahl machen. Ne, jetzt ist kurz vor der Wahl. Wir haben noch eine Runde. Achso, wir sind schon direkt. Ja. Aber ja, wir haben das jetzt. Also wir können jetzt Wahlversprechen. Oh, guck mal. Hm? Das ist ja interessant. Da haben wir eben nicht drauf geguckt. Die Verteilung war gerade spannend. Als wir angefangen hatten, oder aufgehört hatten das letzte Mal, waren ja super viele Leute fanatische Unterstützer und das ist jetzt hier gar nicht mehr der Fall. Er möchte gerne, dass wir wenigstens ein, zwei Sachen. Rare Earth Metal Mining, das verspreche ich doch mal. Das ist gut.
Ah, das ist auch spannend. Ja. Man kann versprechen, das zu erhöhen und zu erniedrigen. Dann könnten wir doch die Grundstückssteuer senken. Ja. Irgendwem hilft's schon. Ja. Okay, und dann würde ich jetzt sagen, gucken wir, was bei der Wahl passiert, oder? Sehr gern. Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie es aussieht. Ich auch. Oha! Die Natural Law Party kommt! Mhm. Deutlich mit. Es sieht schlimmer aus als letztes Mal. Wir haben. Deutlich. Ja, 2% hat die Natural Law Party eingefahren. Wir hatten letztes Mal 33% Non-Voters. Jetzt haben wir 39% Non-Voters. Interessant. Ja, aber hier ist die Partei tatsächlich ein klein wenig stärker zurückgekommen, die Opposition. Breakdown gucken. Konservative. Wir haben die Konservativen sehr verärgert. Und das ist deren Stammpartei gewesen wahrscheinlich, ne? Ha. Mhm. Ja, okay, wir haben... Das muss man sagen, der Kontrast ist beim anderen haben wir diese Isolierung gefahren und ganz viele Probleme sind weggegangen. Wir haben hier den Klimawandel ignoriert und wir haben 5 oder 6 dazu bekommen. Mhm. Das ist auch eine Sache, die man nicht ignorieren darf, glaube ich, an dieser Stelle. Tja. Ich denke auch. Ja. Die sich sogar schlimmer auswirkt, als wenn man gegen einzelne Wählergruppen Politik macht. Ja. Weil es halt alle betrifft und weil es wirklich Geld kostet. Ja, interessant. Wie sich das entwickelt hat. Tief. Ja. Krass. Ja, ich würde sagen, ich glaube, unser Sandkasten ist jetzt auch so ein bisschen... Also wir haben es jetzt auf 2 Varianten mal durchgezogen und haben festgestellt, dass es gar nicht so einfach ist, da nur in eine bestimmte Richtung zu gehen. Was wir mal machen können, ist auf jeden Fall... Wenn wir die nächste, also ich würde sagen, wir sind jetzt an der Stelle, dass wir das nächste anfangen würden, eine neue Runde und da würde ich dann an den Reglern für Schwierigkeit stellen, weil wir sind hier nur auf normal gewesen, wir können die Schwierigkeit hochstellen, wir können Politikverdrossenheit anfassen und wir können noch ein paar, 2, 3 andere Parameter anfassen und es gibt ja mittlerweile USA zu spielen, also ich will das mal gerade zeigen. Wenn ich jetzt einfach mal auf New Game. Also USA gibt es jetzt auch, dass man es spielen kann. Und ich nehme jetzt mal USA und wir können jetzt hier Schwierigkeit hochstellen auf 200. Ich weiß nicht genau, was das tut. Politische Apathie kann man auch hoch und runter nehmen. Und Innate Liberalism, Innate Socialism, also wie... Weiß ich nicht genau, was das mit den 100%, also ja, es wird 100% irgendwie in der Mitte sein, ne? Das heißt, hier kann man auch was machen und wir können noch an unserer Verschuldung und Economic Cycle weiß ich auch nicht genau, was es für Auswirkungen hat. Aber an der Stelle können wir halt noch was dran drehen und das würde ich halt tatsächlich machen, dass wir die Schwierigkeit hochsetzen. Mhm. Und uns vielleicht mal die USA vornehmen. Das finde ich gut. Ja. Oder was wir machen können, wo ich jetzt gerade so in den Chat gucke, Horst, die sagt, er hatte zu viel Skrupel als Diktatoren. Wir wollten ja keine Diktatoren sein. Das ist uns so ein bisschen zuwider. Was wir machen können, ist, wir können Democracy 3 Afrika anschmeißen, wo halt direkt vorgesehen ist, dass man auch eine Diktatur spielen kann. Könnten wir auch antesten. Ich habe selber noch gar nicht gestartet. Das heißt, das wäre vielleicht auch eine Sache, die wir erst noch so ein bisschen ausprobieren müssen. Wir überlegen uns das mal. Die Leute, die auf dem Discord-Server sind, ich hoffe, das sind einige, ja, können ja auch diesbezüglich, wie wir nächstes Mal weitermachen, ihren Senf dazu verteilen. Aber Romy und ich machen uns auf jeden Fall auch Gedanken. Was der nächste Ansatz sein könnte. Ich meine, ne, mit einer höheren Schwierigkeit sich mal die USA vorzunehmen und zu gucken, ob wir... Also ich bin auch gespannt, der Entwickler da reingebaut hat, was die Anfangsprobleme sind und so. Ich glaube, das ist auch interessant, sich das anzugucken. Also mit einer höheren Schwierigkeit hätte ich auch Bock, Democracy 4 weiterzumachen. Das tatsächlich. Fällt mir auch gut. Ja.
No. Und ansonsten haben wir auch noch überlegt, ob wir vielleicht noch was anderes machen. Mal was für zwischendrin. Aber ich würde sagen, wir würden jetzt mit Democracy 4 weitermachen, weil im Oktober kommt halt die Open Beta und da würde ich halt gerne irgendwie schon noch ein bisschen mehr ausprobieren. Auch an der Schwierigkeit drehen, weil das habe ich bisher auch noch nicht gemacht. Also vielleicht kommen wir dann auch mal, also da würde ich dann tatsächlich auch mal voll reingehen. Vielleicht kriegen wir dann auch einfach Schwierigkeiten. Was ja spannend wäre. Ja. Wahrscheinlich. Also bisher konnten wir uns immer gut retten, manchmal auch mit ein bisschen Glück. Ja. Manchmal auch mit guten Ideen, so ist nicht, aber manchmal eben auch mit Glück. Und ich weiß nicht, ob das bei so einer 200% Schwierigkeit auch so wäre. Ja. Ja, genau. Also das würde ich tatsächlich einfach mal ausprobieren wollen. Das gefällt mir gut. Genau, also haben wir erstmal einen groben Plan, würde ich sagen. Ja, und an dieser Stelle wäre es dann so, dass wir für heute mal so langsam beginnen, den Sack zuzumachen. Es ist irgendwie eine Tradition geworden. Romy, das letzte Wort für die Dienstagspolitik geht an dich. Ich freue mich, dass wir uns in 2 Wochen wiedersehen. Ja. Und wünsche dir, lieber André, super gute Erholung. Viel Dank. Spaß. Und ja, wir schreiben uns auf den Discord-Server. Genau. Bis dahin. Morgen Stellaris, falls er Lust hat. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.